Willkommen zum geschlossenen Open Mic im Belvedere 21 im November 2020. Hallo, ich heiße Florian Rehse. Ich arbeite für das AT10 in der Brotfabrik in Wien. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf eine Situation hinzuweisen, die ich schon seit längerem als unangenehm und längst nicht mehr zeitgemäß empfinde. Ich meine die Situation um die Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung. Es ist inzwischen so, dass seit über 70 Jahren ein Begriff existiert, eine Kategorie, nämlich die der Außenseiterkunst, die exklusiv für Menschen mit Beeinträchtigung vorbehalten ist. In der Neuzeit kursiert quasi als Gegenentwurf der Begriff der Inklusion. Hier geht es um das Bemühen, Akzeptanz zu schaffen für kulturelle Leistungen dieser Leute. Interessant ist, obwohl der Begriff der Außenseiterkunst die Randposition der KünstlerInnen fixiert und Inklusion auf der anderen Seite die Bewegung in das Innere der Gesellschaft meint, zielen beide Begriffe auf das Gleiche ab, nämlich diese Leistung, diese Kunst sichtbar zu machen, sie an die Oberfläche zu bringen und dadurch auch zu entstigmatisieren. Das zumindest ist die Absicht. Interessant aus heutiger veränderter Sicht ist aber auch, beide Begriffe verursachen mittlerweile das Gegenteil. Beide Begriffe sind hinderlich. Ich frage mich daher, warum immer noch über Außenseiterkunst sprechen, wenn denn der soziale Status der KünstlerInnen für das Entstehen von Kunst, das Entstehen von beeindruckender und von guter Kunst absolut unrelevant ist. Ich frage mich auch, warum immer noch über Inklusion von KünstlerInnen mit Beeinträchtigung sprechen, wenn Inklusion in den Kunstsektor denn das zentrale Problem von weit über 90% aller KünstlerInnen ist. So gesehen kann Inklusion doch kein Exklusivbegriff für Menschen mit Beeinträchtigung sein. Also, etwas, was als Hilfsbegriff begann und wohlwollend und auch hilfreich war, hat sich mittlerweile ins Gegenteil gekehrt und wirkt nun ungewollt stigmatisierend. Wenn man einem Kind das Fahrradfahren beibringen möchte und an das Fahrrad rechts und links Stützräder montiert, dann ist das hilfreich, solange bis das Kind tatsächlich Fahrrad fahren kann. Ab dann sind diese Hilfsmittel hinderlich. Sie stören, sie behindern die weitere Entwicklung und wirken nach außen hin als klares Zeichen, als Symbol für Nichtkönnen. Sie sind dadurch auch stigmatisierend und gehören abgeschraubt. Hoffnung macht mir aber eine Tendenz, dass bereits in vielen Teilen der Kunstwelt es sich abzeichnet, dass die Leistungen der Einzelnen miteinander verglichen werden, die kulturellen Leistungen, die Kunst wird miteinander verglichen und nicht mehr ihre Biografien. Danke.